Das sogenannte Snippet ist das, was deine User als allererstes von deiner Webseite sehen. Sie sind sozusagen das Aushängeschild deiner Webseite in der Suchergebnisliste von Google. Den Titel haben wir uns im letzten Tutorial angesehen. Heute nehmen wir die Description näher unter die Lupe. Die Description sollte mindestens 100 und maximal 150 Zeichen lang sein. Mindestens 100, damit die Description über zwei Zeilen geht. Maximal 150, damit sie nicht abgeschnitten wird. Da ist es jetzt tatsächlich so, dass wenn ihr einen Blogpost schreibt oder irgendwo, wo sich das Datum rausgezogen werden kann, würde ich euch eher empfehlen, 135 Zeichen zu wählen. Schauen wir uns doch einmal an, was eine gute Description ausmacht. Schauen wir uns einmal dieses Beispiel an. Man kann sagen, dass zuerst auf alle Fälle keine zu langen Sätze verwendet werden. Stellt euch vor, ihr seht 10 Snippets untereinander und ihr müsst euch für eines entscheiden. Alles, was kurz und knapp ist und vielleicht irgendwie unterbrochen wird von bestimmten Bereichen, ist einfach einfacher für unser Auge zu verarbeiten. Darauf fokussieren wir uns eher und damit klicken wir auch eher. Ich habe in der Description einmal das Keyword drinnen, Schuhe. Ich habe, weil es eine starke Marke ist, hier die Marke mit drinnen, Seokratie. Dann habe ich mit Sonderzeichen gearbeitet. Sonderzeichen ist immer das, bei dem man abwägen muss, ob es zur Marke passt, ob man es haben will. Ich empfehle auch immer, man sollte es nicht übertreiben. Sonst wirkt das Ganze schnell überladen und nicht ganz seriös. Aber hier mit den Häkchen, die die einzelnen Bereiche abtrennen, kann man gut arbeiten. So sehe ich als Nutzer sofort, ah okay, die haben eine vielfältige Auswahl an verschiedenen Schuhmodellen. Und jetzt habe ich auch noch das USP drinnen, jetzt versandkostenfrei bestellen, also das versandkostenfrei. Und gleichzeitig den Call to Action, ah okay, ich werde direkt dazu aufgefordert zu klicken. An und für sich, verschiedene Beispiele für Call to Actions sind zum Beispiel jetzt einfach und exklusiv gestalten. Jetzt Danksagung mit eigenem Foto gestalten. Jetzt unverbindlich anfragen. Das weckt einfach nochmal diesen Action-Charakter, sodass ich nochmal direkt aufgefordert werde, irgendwo drauf zu klicken. Das Snippet sieht eigentlich ganz gut aus, aber wir können trotzdem noch etwas verbessern. Und zwar, als Trennstriche würde ich keine Minuszeichen benutzen, sondern Gedankenstriche. Die sind zwar etwas länger, dafür sind sie aber deutlicher zu sehen und auch das grammatikalisch Richtige. Generell würde ich immer auf die richtige Grammatik im Snippet achten und auf die richtige Rechtschreibung. Auch wenn die Fehlschreibweise vermeintlich auch Suchvolumen hat oder sogar größeres Suchvolumen. Der eine oder andere kennt vielleicht auch die sogenannte Pipe. Dadurch können wir unsere Marke nochmal gut abgrenzen, sodass sie nochmal besser ins Auge sticht. Und statt diesem ausgeschriebenen und könnt ihr auch das Kaufmanns-und verwenden, also dieses, was ausschaut wie so eine 8 mit so einem kleinen Häkchen hinten dran. Das spart nämlich tatsächlich Platz. Gibt auch diese kleinen Doppelpfeile, die ich sehr gerne verwende, um den Call to Action nochmal abzugrenzen. Dafür gibt es auch einen HTML-Code, den man verwenden kann. Da würde ich nicht diese zweimal Größerzeichen verwenden, die kosten euch wieder mehr Platz. Alternativ kann man natürlich auch einen Pfeil verwenden. Okay, jetzt habt ihr alle Werkzeuge in der Hand, um eine gute Description zu schreiben. Nee, jetzt wollen wir nicht nur eine Description schreiben, sondern natürlich auch einen guten SEO-Text. Wie das funktioniert, erfahrt ihr im nächsten Tutorial. Damit ihr das Tutorial nicht verpasst, abonniert doch gerne unseren Kanal. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao!